Ja, hey ho erstmal. Ihr werdet gerade Zeugen eines denkwürdigen Augenblicks. Ich stelle mir eine Diamanthacke her. Ja, nochmal überprüfen, dass ich mich nicht vertan habe und aus Versehen, was für ich eine Diamantsense oder so herstelle, ja, was man ja wirklich definitiv nicht braucht. Nein, aber die Diamanthacke, mir ist ein kleines Malheur passiert. Ich habe mich ja in der letzten Folge schön von euch verabschiedet. Danach noch ein wenig, ja, da unten den Verbindungsschlawersee und so, da diese Wand da weggeschlagen und dann ist halt noch dieser Wasserfall da gewesen. Und da wollte ich diese Quelle von dem Wasserfall, wollte ich sichern mit Schönstein, also so eine Art Brunnen auch daraus machen. Wie unser Schafsbrunnen hier oben, den ihr erkennt. Tja, aber da habe ich dann einen Stein etwas unüberlegt angebracht und schoss das Wasser direkt in die andere Richtung fort. Ihr werdet das Resultat dann gleich sehen. Der ganze, ja, fast der ganze Lavasee wurde überflutet. Und ich habe da jetzt, ja, eine ganz große Obsidian, ein Obsidianfeld. Und, ich meine, es ist sehr schön, auch so ein unterirdischer See, ne? Aber so war es halt nicht gedacht. Und jetzt habe ich gedacht, komm, den Lavasee fand ich auch irgendwie schön. Unter anderem natürlich auch, um die ganzen Slimes da irgendwie zu fangen. Ich werde mal versuchen, dass ich jetzt da irgendwie rankomme und erstmal diesen Wasserfall da sichere. So, wo war das? Genau. Möchte ich mich natürlich auch nicht vertun. Ich weiß, dass das egal ist. Man kann ja so Wasser auch hinterher wieder. Ja, das war perfekt. Wasser kann man ja hinterher auch wieder so machen, wie man will, so Wasserquellen, ne? Aber nein, ich habe ja dieses, genau wie beim Schafsbrunnen, wie also gemacht, die originale Quelle, die da war, die wollte ich behalten, ne? Und, einfach so, ne? Weil ich das völlig stilvoll finde. So, haha. Okay, ja, dann geht's natürlich hier los, ne? Mit dem Obsidian. Ich sag mal, ich mach das jetzt. Ich fange einfach mal an und es ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit, ne? Ha. Ich könnte jetzt auch meine Steinhacke nehmen, ne? So, einen habe ich geschafft. Puh. Ne? Das dauert doch ganz schön lange. Ich weiß nicht, ob ich euch das zumuten kann. Ne? Ich glaube, es ist doch wirklich furchtbar langweilig. Daher würde ich dann jetzt vorschlagen, ich mache noch diesen Block. Und dann, werde ich mal, ja, vielleicht mache ich diesen Block auch noch. Ich denke, da mache ich mal einen kleinen Cut. Das ist doch sonst etwas zu öde. Ich will ja hier in den Tunnel, Quatsch, in den Tunnel hier in die Halle ein bisschen Form reinbringen und deswegen, ja, andererseits, ihr habt schon recht, es ist gerade wirklich relativ unwichtig, das Obsidian. Ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das wird mir verloren gehen, wenn ich es auffacke, dann wird da vielleicht die Lava reinfließen, ne? Also, ich mache es einfach mal so weiter, denn ehrlich gesagt ist mir das jetzt auch sehr langweilig. Da muss man irgendwie schon einen besonderen Buddlergeist haben, möglichst in flüssiger Form, ja, damit man so ordentlich einen im Kahn hat, sag ich mal, und einem das egal ist, dass man da stundenlang auf eine Stelle hüpft und klopft und tut und macht. So, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel spannender, aber wenigstens kommt man voran. Nein, ich werde nicht meine Diamanthacke nehmen. Ich weiß ganz genau, was ihr denkt, ne? Also inzwischen kenne ich meine Pappenheimer und das kommt gar nicht in Frage, dass ich jetzt hier.
mal eben checken, wo der Boden ist, ne? Und auch hier den Boden noch aushauen. Das sollte ja auch noch passieren. Mach mal überall Erde rein, erstmal. Und dann können wir ja immer noch gucken, wie es ist, ne? So. Na gut. Ja, weil ihr es seid. Man muss auch mal mit seinen alten Werten so brechen, ne? Mit seinen alten Vorstellungen und ne? Man muss auch mal was Neues ausprobieren, ja. Das tue ich jetzt hier mit, indem ich die Fackel mit einer Diamanthacke zerstöre. Da jetzt bitte nicht, denn dann kommt mir die Lava entgegen. Ja, die hält schon ordentlich was aus, die Diamanthacke. Das ist schon nicht schlecht, also. Ja, komm, nehmen wir alles mit hier, den ganzen. Sowieso mal, ne? Das hängt ja schon seit ewigen Zeiten rum. Hier auch. Alles weg. Dann machen wir hier mal so richtig reine. Ach. Na gut, ich gebe es zu, so eine Diamanthacke hat doch irgendwie was für sich, doch auf jeden Fall. Es ist schon schneller, es ist etwas bequemer. Liegt auch sehr gut in der Hand, ja. Der ist also sehr schön gewichtet, ja. Der hat einen guten Schwerpunkt, so kann man, dass man die gut schwingen kann. Ja, das haben andere Tools nicht. Ja, das ist wichtig für eine Butler-Existenz, ja. Also wenn du Butler bist, dann machst du dir auch über solche Sachen Gedanken. Ja, das ist schön. Ach, das geht hier voran, du. Ich komme mir vor wie so eine Fräsmaschine, ne? Vielleicht bin ich ja eine Fräsmaschine. Mal aufpassen. Aber jetzt bin ich fast rum. Einmal hier so durch. Dann hier nur ein. Jetzt bin ich fast durch. Ist schon wieder Slimes da, tatsächlich. Aber diesmal bin ich doch in der Nähe. Aber man muss nicht alles verstehen. So, jetzt ist es aber genug. Ja. Genug mit der Schonzeit. Jetzt wird wieder richtig gearbeitet. So, sehr schön. Alles noch einsammeln. Oh, ey, hallo? Du, ich hau dich gleich. Tong. Kommen die Kleinen wieder, ja. Was mache ich denn? Ich brauche die doch alle nicht. Ich kann mal ein Schwert nehmen, komm. Ach so, das ist jetzt genauso vom Sinn her. Ohne Sinn und Verstand. Hops. Oh, guck den Oschi an, du. Hallo, Oschi. Oschi. Ah, haha, verpufft. Sehr gut. Bisschen Erde habe ich sogar noch da mehr. Wie habe ich denn dabei? Ja, nicht so wirklich viel. Ich brauche ja noch was für die Decke da oben auch noch, ne? Ich will ja noch ein bisschen die Decke verschönern. Ja, das Zumbis muss ja auch noch weg hier. Ja, klar. Das soll ganz weggehauen werden hier. Vielleicht lasse ich nur die Säule mit der Leiter erstmal stehen, damit ich jetzt auch wieder da hochkomme, ne? Sonst habe ich ja keine Chance. Sonst muss ich mal oben rumrennen. Aber doch ein bisschen unbequem. Ja, ich baue mich jetzt hier auch so ein bisschen warm, ne? Weil wir jetzt demnächst ja, sobald 1.8 dann erschienen ist. Ton nochmal, eventuell ist es ja jetzt schon erschienen, wenn ihr die Folge seht. Da seid bitte nicht verwirrt, das ist ganz normal. Ne? Das erkläre ich auch schon in der letzten Folge so ein bisschen.
Und an diversen anderen Stellen auch. Nee, es ist einfach, wir bauen ja dann eine neue Serverwelt, die auf 1.8 so ein bisschen eingestimmt ist. Und die alte Map, die bleibt auch erhalten erstmal. Also sofern das funktioniert. Ich sage das jetzt einfach mal so. Wir gehen davon erstmal aus. Ne? Wir sind so ganz optimistisch. Ne? Und weil es wäre sonst zu einfach viel zu schade. Was da, auch hier diese Halle, die ich hier gerade baue, die ist ja im Prinzip ja auch inspiriert von den vielen, vielen Gärten, die ich da gesehen habe auf unserem Server, wo sich die Leute wirklich da unterirdisch solche Gärten bauen. Ne? Das ist toll, das ist sehr inspirierend, ne? Weil ich hatte so vorher, hatte ich solche Ideen noch nie. Ich habe immer so kahle Kammern, so Buddler-Kammern, ne? Das ist immer völlig okay. Ja, nehmen wir erstmal vier. Ja, aber da müssen wir uns, da haben wir natürlich Großes schon vor. Wir haben schon viel geplant und viel geübt am Gebäudebau und geguckt und was wollen wir und was können wir und es soll ja natürlich auch relativ schnell gehen alles mit dem Neuaufbau, dass die Leute auch recht zügig dann auch wieder mitmachen können. Aber das wird natürlich eine sehr arbeitsintensive Zeit. Deswegen eigentlich, boah, ne, eigentlich bin ich, wenn dieses Video jetzt, wenn Beta 1 schon, 8 schon draußen ist, wenn dieses Video erscheint hier, ist ja eigentlich gut für mich, weil habe ich so ein bisschen den Rücken frei, ne, weil ich dann noch ein bisschen vielleicht auch Vorrat habe oder so, Folgen hier, ne, aber gut, meine Güte nochmal, ihr werdet das wohl auch überleben, wenn ich mal ein oder zwei Tage kein neues Video veröffentliche. Ne, weil irgendwie man hat hier auch nur begrenzte Zeit irgendwie manchmal. Und manchmal kommt es mit den Dreharbeiten einfach ein bisschen in die Quere. Dann hat man sich etwas verplant oder so und ist nicht fertig geworden, keine Ahnung. Ja, ist dann kann halt passieren, ne? So. Ja, noch schön hier aufschlagen. Dann habe ich das nämlich auch endlich gemacht. Wie groß das inzwischen geworden ist, wenn ich doch dran denke, als ich angefangen habe, da haben wir doch diese schönen Diamanten gefunden, ne? Also das war doch so ein Highlight irgendwie. Müsst ihr nochmal zurückblättern. Ach, ich weiß jetzt leider im Kopf nicht. Ihr guckt doch mal, ja doch, nach der Folge Diamantenfieber. Diamantenfieber hieß die, glaube ich. Ne? Das müsst ihr, das will ich auch gar nicht weiter erzählen, wenn ihr die Folge nicht kennt. Guckt euch die mal an, das war wirklich ein wirklich sehr guter Moment. So hat man wirklich sehr selten in Minecraft und auch wenn man hier solche Let's Plays dreht, ne, das ist wirklich nicht so alltäglich, was wir da erlebt haben. Schaut einfach nochmal ein bisschen zurück. Das ist ja eigentlich völlig wurscht, welche Spielversion da war oder so. Das ist eigentlich völlig egal. Es geht ja nur darum, jetzt hier ein bisschen zugucken, ein bisschen Ideen holen, ein bisschen Gelaber anhören, ein bisschen unterhalten werden, ein bisschen Spaß haben, ne, Zeit totschlagen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum hier, ne, und wieso. Und das ist ja einfach, das ist ja egal, ob ich jetzt hier auf 1.5 oder 1. Boah, habe ich eigentlich angefangen? Mit welcher Version habe ich eigentlich angefangen? War ich da nicht auf 1.4 oder sowas? Oder 1.5? Ich weiß das überhaupt nicht mehr. 1.5, glaube ich. Und dann kam doch diese furchtbar verbuggte 1.6er-Version. Das war ja so gräuslich. Na, das ist. Ja, ich laufe ja hier jetzt auch schon langsam wirklich aufs 100. Let's Play zu. Und da macht man sich auch schon mal so Gedanken, wie es früher war, ne? Ja, was man alles für Fortschritte gemacht hat oder nicht, ne? Bin ich auch ganz dankbar für unsere Projektwand. Da sehe ich dann immer jetzt doch mal. Also war schon für mich hilfreich, damit ich auch mal immer wieder erinnert werde, was ich da so alles baue und was wir so vorhaben. Nein, aber wenn man auf die 100. Folge losgeht, so, also dann ist das schon ein bisschen nostalgischer Moment. Da wird man schon ein wenig melancholisch, ne? Ich weiß auch nicht jetzt, ob ich da eine Spezialfolge mache oder ob ich mal irgendwie, was weiß ich, eine neue Staffel oder so, keine Ahnung, irgendwas anfange. Mensch, ist das viel Redstone hier.
Das nimmt ja gar kein Ende. Und was soll ich denn damit? So viel Redstone, du. Da können wir wirklich jetzt Stromleitungen legen bis nach Bad Schönfels. Naja, bis zur Station 74 wohl eher nicht, aber nach Bad Schönfels sollte das reichen. Haben die Lager voll, ne? Nein, ich glaube, dass ich keine Sonderfolge zum 100. Let's Play machen werde, weil es jetzt momentan sowieso so viele Sonderfolgen gibt oder geben wird, keine Ahnung. Hier 1000 Abonnenten Special und dann haben wir Beta 1.8. Da muss auch sehr viel noch. Da will ich ja auch noch ein paar Erstbespielungen, Zweitbespielungen, Drittbespielungen, Viert- und Fünftbespielungen. Ne? Warum mache ich gar nicht mal Licht an? Ich meine, ihr merkt das, also ich mache das einfach gerne im Dunkeln. So, ne? Ja, kann ich auch mal wieder eine billige Hacke nehmen, ne? Für die Kohle. So. Ja, aber lass ich erst den Raum mal so. Ich will mal noch gucken, was ich hier so mache. Okay, dann noch eben den Boden hier ein bisschen aufhauen. Ach, Erde habe ich eh nicht dabei gerade. Das ist jetzt blödsinnig. Es kommt aber schon, boah, der Rasen, ne? Sehr schön. Doch, das kommt jetzt schon langsam sehr gut hier ins Bild. Ringsherum muss ich jetzt natürlich, das wird natürlich schwierig. Vielleicht kann ich da von oben mal dran. Das ist meistens viel einfacher. Wenn man von oben sich versucht ranzuarbeiten. Dieser Rahmen ist okay. Dann über dem 2. Oh, muss mal gucken. Jetzt kommt man so schlecht hier hoch, ne? Ja, das war okay. Da müsste man hier wieder freilassen. Ich mach mal hier so eine kleine Orientierungslücke. So. Mal eine Etage höher. Ja, guck mal hier. Wenn ich da jetzt hier so durchhaue, das alles wegschlage, dann weiß ich wieder nicht, wohin mit dem Koppelstein, ne? Ja, notfalls muss ich ihn einschmelzen in den schönen Stein. Weil, was soll das, ne? Mache ich das jetzt gerade eigentlich richtig? Ich bin mir jetzt sehr unsicher. Einen Augenblick mal eben. Ich muss doch noch mal eben runterrennen und mir das von unten angucken. Wer hat denn den ganzen Müll hier hingelegt? So, ah ja, guck mal. Ja, genau da, wo diese Erde ist, da muss es so weiter, aber da. Aha. Ja, will ich natürlich jetzt so aufhacken, dass das, Oh, das wird schwierig, weil sich das ja verjüngt. Ja, ich will das natürlich aufhacken, ohne dahinter wieder Schönstein einsetzen zu müssen. Ne? Das wäre ja ein bisschen, oder, ne, das, oder kann man auch Koppelstein wieder da einbauen? Keine Ahnung. Ne? Hier, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ah, ich glaube, ich muss doch von unten arbeiten. Das hilft nichts. Und auch keine Erde dabei. Ja, ich muss Erde haben für Baugerüste und ich muss das von unten hier machen. Das hat sonst echt keinen Sinn. Ne? Und ja, ich würde aber sagen, dass diese Folge jetzt auch dann lange. Wir haben im Moment ja wirklich keinen richtigen Auftrag hier. Und was soll ich euch jetzt zeigen, wie ich hier hin und her renne? Deswegen sage ich einfach erstmal jetzt Tschüss und in der nächsten Folge hacke ich mich weiter da durch und keine Ahnung, vielleicht kommt es noch was dazwischen. Rätsel. Ist das Minenauto jetzt hier oder am anderen Ende? Ich sage, es ist hier. Ja! Ich bin so durcheinander manchmal, dass ich echt nicht mehr weiß, ne? Ob ich mit dem Zug gekommen bin oder nicht. Okay.
Ja, ist schön. Indirekte Licht hier, herrlich. Doch, sehr schön. So, das sollte noch getan werden. Und ich sage auf Wiedersehen. In der nächsten Folge, wir spielen Minecraft. Ne? Von minenarbeit.de. Ich bin der Vorbootler, falls ihr mich noch nicht kennt. Lasst ein Abo da, drückt schön die Däumchen hoch. Ich weiß, dass ich wieder furchtbaren Ärger bekomme. Es gibt so Idioten, die. Letztens habe ich mich doch mal. Ach, das muss ich unbedingt noch erzählen. Letztens habe ich doch mal irgendwann. Ach, das ist ein paar Folgen her. Da habe ich mal mich bedankt bei euch, weil ihr mir Daumen hoch gebt und was weiß ich, mich dadurch ein bisschen motiviert und keine Ahnung. Und da hat doch direkt so ein Typ geschrieben: Ey, er wird das ja hassen, ey, hier so für die Daumen zu betteln und so. Ja, hör mal, auf dich kann ich auch verzichten, mein lieber Freund. Ja, ne? Lass dich bloß nicht wieder blicken. Ne? Also das möchte ich an dieser Stelle doch mal eben kurz fallen lassen. Naja, aber bevor jetzt die Stimmung kippt, ne? Und ich weiß, ihr seid alle okay und ich bin es ja auch. Ne? Wir haben uns alle lieb, ja, und auf jeden Fall auch wieder in der nächsten Folge. Und deswegen macht's mal gut, ne? Haut hier noch eine flotte Schippe in den Sand. Alles klar, ciao.